Im heutigen Polizeireport geht es um abgesägte Bäume, einen großen Tank und Lastkräne. Wir haben einen Schwertransport begleitet. Ausgangsort war Haselünne-Flechum, Zielort war Dörpen. Wir haben hier einen sehr, sehr schweren, sehr langen Transport mit Gewichtsdimensionen, die für uns sehr, sehr unüblich sind. 430 Tonnen ist das Gewicht. Wir haben eine Transportlänge von 70 Meter. Einen Schwertransport in diesen Dimensionen nimmt auch die Polizei nicht auf die leichte Schulter. Wir werden diese Transporte immer selber begleiten. Ansonsten macht das für uns auch die Hilfspolizei, aber diesen haben wir selber begleiten wollen. Es ist bei dem Transport aber ein hochtechnisches Fahrzeug, das sich heben, senken lässt. Es ist mit Lenkerachsen versehen. Meter für Meter kriecht der Transport über die Landstraße. Die Streckenvorbereitung war besonders aufwendig. Es wurden Stromleitungen abgestellt, es wurden Telefonleitungen vorübergehend gekappt. Ampeln wurden zur Seite gedreht, Laternen wurden umgedreht. Es wurde sehr vieles so weit in die Wege geleitet, dass der Transport von den äußeren Rahmenbedingungen gut laufen konnte. Das war auch bitter nötig, denn das hier war schon der zweite Anlauf für den Schwertransport. Der spezielle Transport sollte 2019 bereits laufen. Deswegen ist er auch in den Medien sehr bekannt geworden durch die halbierten Bäume. Rückblick. Beim ersten Versuch 2019 mussten auch alle Hindernisse auf der geplanten Strecke weg. Dumm nur, dass kaum jemand Bescheid wusste. Offensichtlich ist es hier auch wohl kurzfristig zu einer Änderung der Route gekommen. Davon waren weder wir noch der Landkreis Emsland als unsere Naturschutzbehörde in irgendeiner Form beteiligt. Ein völlig unübliches Verfahren. Normalerweise wird ein solcher Schwertransport sehr sorgfältig geplant. Das ist hier offensichtlich nicht geschehen und mit den Folgen, die wir jetzt sehen. Und auch beim zweiten Versuch in diesem Jahr hätte einiges besser laufen können. Ach du Als vorausfahrendes Fahrzeug wurde uns gemeldet, dass das Fahrzeug verunfallt sei. Der Transport lief zu 50% bis zur Hälfte der Strecke sehr gut, ohne jede Probleme. Und deswegen waren wir verwundert. Sind zurückgefahren, haben dann festgestellt, dass der Tieflader mit Ladung auf der Seite lag. Ein 70 Meter langer und nagelneuer Kohlenstofftank liegt nun auf dem Acker. Wir werden in den nächsten Tagen mit einem Spezialkran herkommen müssen, wird das Fahrzeug bergen müssen. Und dann wird der Landkreis Emsland mit uns, werden wir gemeinsam wieder die Rahmenbedingungen für einen weiteren Transport abstimmen, sobald wir denn die Ursache für den Unfall kennen. Denn wenn der gleiche Mangel bei dem zweiten Fahrzeug zugrunde liegt, dann lässt sich das für uns diese Gefahr nicht abschätzen. Daher bleibt zunächst mal alles safe und wird nicht weiterlaufen. Um die 430 Tonnen des Kohlenstofftanks sicher zu bergen, brauchen die Spezialisten mehr als nur einen Spezialkran. Gleich vier rollen extra aus den Niederlanden ins Emsland. Wir werden mit vier Kränen den Trailer herausheben und gerade auf das Asphalt stellen. Dann wird es demontiert und abgeführt mit LKW. Mit schwerem Gerät gehen die Arbeiter ans Werk. Die Rettungsmaßnahmen sprechen sich schnell herum und ziehen viele Schaulustige an. Ja, mich hat interessiert. Und als Rentner hat man Zeit. Und da ich den Transport von Anfang an verfolgt habe, wollte ich mir das jetzt auch mal ansehen. Und wenn das zu lang dauert, fahre ich wieder nach Hause. Ich verstehe das nicht. Das ist ein Projekt, was seit Jahren läuft. Was macht der Kunde? Der hat das Ding bestellt und wartet seit 2 Jahren auf diese Blechbüchsen hier. Und also wenn ich Kunde wäre, ich würde sagen, sag mal, Jungs, was ist los mit euch? 2 Jahre Lieferzeit. Da kommt es auf einen Tag mehr oder weniger auch nicht mehr an. Ich denke, dass
heute Nachmittag, dass den Trailer auf LKW abgeführt werden kann. Und dann hängt es davon ab, wie die Beratung heute läuft mit Landeskreis Emden und Polizei. Nach einer mehrwöchigen Zwangspause auf dem Feld ist der Kohlenstofftank jetzt auf einem neuen LKW montiert und setzt seine Reise fort. Die geht zum Hafen nach Dürpen. Der erste Behälter, da muss auch der zweite hin. Da wartet er nämlich schon und dann geht das später auf die Reise per Schiff weiter Richtung Dänemark. Also Ende gut, alles gut? Der Transport war vor allem ein teures Vergnügen. Eine genaue Summe ist nicht bekannt, liegt aber sicherlich im siebenstelligen Bereich.